Doktor, die Spritze ist aber groß. Die tut doch bestimmt weh, oder nicht? Bei dieser kleinen Spritze? Ich weiß nicht. Ob die weh hat? Natürlich nicht. Sicher nicht. Oh, Doktor, was machen Sie so? Oh, Doktor, bitte nicht. Oh, nein, 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 nein. Okay, meine Lieben, Spritze beiseite. Eins vorneweg, ich bekomme in letzter Zeit ganz, ganz viele E-Mails und da geht manchmal die ein oder andere unter. Ich würde euch bitten, dass ihr mich erinnert, nach 2 Wochen, bitte nicht früher, später auch nicht, einfach nach 2 Wochen, falls ihr keine Antwort von mir bekommt, einfach nur mal eine Erinnerungsmail schreiben und dann werde ich euch antworten. Dies kann auch der eine oder andere mittlerweile, glaube ich, gut bestätigen, weil ich werde am Tag auch schon mittlerweile mehrmals erinnert. Aber ich habe mir da jetzt so eine Struktur aufgebaut, dass da wirklich jede E-Mail spätestens innerhalb von 2 Wochen beantwortet wird. Spritzen, Schmerzen, Haartransplantation. Unser heutiges Thema lautet Ablauf einer Haartransplantation. Vor einer Haartransplantation gibt es logischerweise eine Voruntersuchung. Da wird euch unter anderem Blut abgenommen und geschaut, ob irgendwelche Erkrankungen vorliegen oder die Vitalwerte gemessen und geguckt, ob ihr überhaupt so eine Haartransplantation, so eine Operation, so einen Eingriff überstehen könnt. Gleich danach geht es auch zum nächsten Schritt. Da wird euch das Haupthaar abrasiert. Auf 1 bis 2 mm wird das Ganze runtergekürzt und dann wird auch nochmal eingezeichnet, unter anderem die Haarlinie und verschiedene Areale. Und da wird dann nochmal geguckt, wo wird wie viel transplantiert, damit ein optimales Ergebnis erreicht werden kann. Meine Lieben, danach geht es auch schon weiter mit der Betäubung. Der Donner, der Spenderbereich, da wo die Haare entnommen werden, wird dann mit einer Spritze, die natürlich nicht so groß ist wie die hier, betäubt. Wie schlimm sind diese Schmerzen? Ja, das ist eine ganz, ganz große Frage. Ja. Wie schlimm sind diese Schmerzen? Ich begleite zurzeit mehrere Jungs, die zu einer Haartransplantation gehen. Und diese Frage interessiert mich auch immer wieder brennend. Wie schlimm hast du diese Schmerzen empfunden? Und es ist wirklich so, dass jeder sagt, hey, ich hätte es nicht erwartet, die Spritzen tun wirklich verdammt weh. Aber wirklich nur die ersten 5 bis 6 Spritzen. Ja? Nur die ersten 5 bis 6 Spritzen, dann ist das Ganze auch schon betäubt. Und die restlichen Spritzen, die tun dann nicht mehr weh. Und es gibt da auch nicht nur eine Betäubung, sondern auch eine Kochsalzlösung, unter anderem auf den in den zu transplantierenden Bereich, damit die Kopfhaut aufquillt und die Grafts besser eingesetzt werden können, dazu gleich mehr. Und wenn das dann wieder runterquillt sozusagen, dann ziehen sich auch die Haarwurzeln wieder zusammen und ein dichteres Ergebnis kann erreicht werden. Nun gut, jetzt wurde ja der Donner, der Spenderbereich betäubt. Der wird nämlich zum Spaß betäubt, der wird betäubt, weil da werden jetzt mit einer Hohlnadel die einzelnen Grafts, das sind keine Haare, meine Lieben, verwechselt bitte nicht Grafts und Haare. Grafts sind sozusagen, wie soll ich das beschreiben, das ist die Haarwurzel, das ist das Blumenbeet, wo sozusagen die Haare drinstecken. Und jeder Graft hat im Durchschnitt 2,5 Haare. Ja? Das heißt, wenn man sagt, ey, ich habe 1000 Grafts bekommen, dann hast du keine 1000 Haare bekommen, dann hast du vielleicht 2.000 bis 3.000 Haare eingepflanzt bekommen. Diese mit einer Hohlnadel entnommenen Grafts werden dann in einer bestimmten Nährlösung gelagert während der Entnahme und sobald fertig entnommen wurde, geht es dann wieder weiter mit unserem besten Freund mit der Spritze und zwar der zu transplantierende Bereich. Da gibt es dann die nächsten Spritzen, da ist es genauso, die ersten paar tun dann doch heftig weh, aber dann spürt man das dann nicht mehr. Und ihr müsst euch das nicht wie eine Tortur vorstellen, ja, der Arzt, der geübte Arzt, der weiß ganz genau, der geht dann zack, 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 5 Spritzen drüber, kurze Stiche, kurze Schmerze und dann ist das Ganze wieder in Ordnung. Gut, letztendlich haben wir dann auch das kahle Areal betäubt. Ja. Was passiert als nächstes? Es wird mit einem Mikroskalpell, das müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Nadel, kleine Löcher in die Kopfhaut gepiekst. Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass da ein erfahrener Arzt
rangeht, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das in manchen Kliniken auch Helfer machen. Es muss ja nicht unbedingt schlimm sein, wenn der Helfer dann auch letztendlich irgendwo viel Erfahrung hat, viel Fingergeschick hat, Fingerfertigkeit hat, dann ist das auch in Ordnung. Warum ist das so wichtig? Denn die Kanäle, die da in die Kopfhaut gesetzt werden, entscheiden dann letztendlich irgendwie auch, was heißt irgendwie, irgendwo über die Dichte, ja, über die Tiefe und über die Wuchsrichtung der Haare am Ende. Und diese drei Faktoren entscheiden dann letztendlich über den Erfolg oder Nicht-Erfolg einer Haartransplantation. Der letzte und nicht weniger wichtige Schritt als der vorherige ist das Einsetzen der Grafts in die Kanäle. Denn ihr müsst euch vorstellen, eure Haare haben eine bestimmte Wellung drin und die Haare müssen so eingesetzt werden, sodass auch ein gleichmäßiges Ergebnis erreicht werden kann. Denn das Einsetzen der Grafts in die Haarkanäle beeinflusst natürlich auch letztendlich die Wuchsrichtung und somit die Ästhetik des Ergebnisses. Das war dann auch der ganze Eingriff, meine Lieben. Jetzt geht's in die Post-OP-Phase. Das heißt, was darf ich, was darf ich nicht? Ja, darf ich Sport machen? Darf ich rauchen? Darf ich trinken? Sex, Sauna, Solarium? Wie sieht's mit diesen Sachen aus? Ja, wie lange darf ich keinen Sport machen? Wie lange muss ich darauf verzichten? Wie lange muss ich das einnehmen? Und was muss ich noch beachten, damit auch letztendlich alle Haare optimal anwachsen? Auf dieses Thema gehen wir dann nächste Woche ausführlich ein, meine Lieben. Ich leide seit 8 Jahren an Haarausfall und seit 8 Jahren beschäftige ich mich jetzt auch mit der Thematik Haarausfall stoppen, Haartransplantation, Haarpigmentierung und vielem, vielem mehr. Meine Lieben, dann einmal auf den roten Abonnieren-Button unter dem Video klicken, den Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Ciao.